Der Slate 21 Pro ist ein All-in-One-PC mit Android von HP. Die Display-Diagonale beträgt 21 Zoll, es ist ein Full-HD-Display mit Touch und es läuft mit Android 4.3. Gedacht ist das Ganze für kleine Unternehmen und Schulen, die eine günstige Möglichkeit haben, hier einen fast vollwertigen Computer zu bedienen. Es ist ein Standfuß integriert, man kann, wenn man will, das Gerät auch etwas flacher auf den Tisch stellen. Es wird eine Tastatur und eine Maus mitgeliefert. Es bietet Anschlüsse wie ein normaler Computer. Es sind drei USB-Anschlüsse vorhanden, eben um Maus, Tastatur und vielleicht einen externen Speicher anzuschließen. Es ist ein SD-Kartenslot vorhanden. Es ist eine Webcam vorhanden für Videochat. Es ist Google-zertifiziert. Das heißt, man kann alle Apps installieren, die man aus dem Google Play Store kennt, angefangen von Browsern über zu Skype und natürlich Google Maps. Das Besondere ist, dass es auch als externes Display verwendet werden kann. Das heißt, ich kann das Display einfach an einen Computer anschließen und per Knopfdruck auf den Computerbildschirm umschalten. Hintergrund steht jetzt ein Windows-Laptop, der per HDMI angeschlossen ist. Und ich kann hier nicht nur betrachten, was auf dem Laptop gerade angezeigt wird, sondern ich kann es auch tatsächlich per Touch steuern. Also ich habe gleichzeitig ein Android-Device mit meinen Apps, genauso wie ein externes Display mit Touch-Funktion, falls das gewünscht ist.